Ich freue mich. Heute ist Montag. Neue Woche, neues Glück. Auf eine Tasse Tee wieder mit der Geldfrau im Januar. Hier geht es heute um den ganzen Monat um spannende Finanzthemen. Wie startet ihr gut in eure Finanzen? Was gibt es zu beachten? Und was gibt es vielleicht für Aufreger? Und noch so einiges dazu. Ich grüße euch alle. Heute habe ich für euch ein Aufregerthema. Also für mich ist es ein Aufregerthema und ich könnte mir vorstellen, für den einen oder die andere von euch auch. Es geht um Riester. Es geht um Riester-Versicherungen. Ich grüße euch und sende euch auch Herzchen. Gebt mir doch mal einen Daumen hoch oder vielleicht einen. Gibt es sowas auch? So einen schrägen Daumen? Wer von euch eine Riester-Rente hat? Bux und Eats, hallo. Warum dieses Thema? Weil ich häufig auf Riester angesprochen werde und ehrlich gesagt, ich auch in meinen Einzelcoachings immer wieder Riester-Verträge auf den Tisch bekomme mit relativ verzweifelten Frauen, die vor mir sitzen und das, was sie sagen zu mir, ist dann nee. Ich verstehe das nicht. Oder lohnt sich dieser Vertrag eigentlich? Ja, okay. Daumen runter heißt, ihr habt keine Riester. Ja, der eine oder andere hat einen Riester. Aber selbst die, die den Daumen runter haben und keinen Riester haben, ist es immer gut, darüber Bescheid zu wissen. Denn ich werde auch häufig gefragt, Dani, soll ich denn einen Riester machen? Mein Versicherungsberater oder meine Bankberaterin hat gesagt, das wäre eine super Sache für mich mit meinen beiden Kindern oder jetzt gerade zum Berufsstart. Okay, deswegen wollte ich gern mal Riester machen. Und zwar, Riester ist konzipiert worden 2001, 2002. 2002 ist es in Kraft getreten mit der Rentenreform. Ich erzähle euch erstmal so ein bisschen was drumherum mit der Rentenreform. Die Rentenreform wurde gemacht, weil die Bundesregierung damals unter Rot-Grün, also SPD-geführte Regierung und eine grüne Regierung, gesagt haben, okay, das geht nicht mehr so weiter. Es sind immer weniger Beitragszahlerinnen in der gesetzlichen Rentenversicherung. Wir wollen die Beitragssätze stabil halten. Also senken wir quasi die Leistung in der gesetzlichen Rentenversicherung. Und deswegen machen wir dann zum Ausgleich eine andere private Versicherungsleistung, unter anderem den Riester. Walter Riester war damals Arbeitsminister, deswegen heißt sie auch so. Und Herr Schröder war damals sehr eng mit Carsten Maschmeyer befreundet. Carsten Maschmeyer kennt vielleicht die einen oder anderen von euch. Es war der Gründer des AWD. Der AWD ist ein Finanzdienstleister gewesen, ist es heute immer noch. Finanzdienstleister, der Menschen Versicherungen verkauft hat. Was war die Riester-Rente? Die Riester-Rente ist eine Versicherungsleistung, quasi eine private Rentenversicherung zusätzlich für Angestellte. So, und Carsten Maschmeyer und Herr Schröder und Herr Riester haben ausbaldowert, wie denn so eine Riester-Rente auszusehen hat. 2002 war sie dann quasi per Gesetz abschließbar für alle Angestellten. Für ein paar andere auch, aber ich bleibe jetzt erstmal nur bei den Angestellten. Für Carsten Maschmeyer hat sich das total gelohnt. Die Riester-Rente ist für Finanzdienstleister eine absolute Goldgrube. Carsten Maschmeyer hat seinen AWD für 2008 für 1,2 Milliarden an die Schweizer Versicherung Swiss Life verkauft. Und wisst ihr, wer 2 Millionen Euro so für ein Buch bekommen hat nach seiner politischen Laufbahn? Gerhard Schröder. Manche sagen, ja, er hat es vielleicht bekommen dafür, weil er quasi Maschmeyer durch die Riester und auch später noch die Rürup-Rente sehr viel Geld in die Kassen gespült hat. Hallo, ich würde sagen, das stimmt. Da gibt es noch eine ganz spannende Reportage darüber. Das ist ein sehr spannender Seiteneffekt. Und zeigt ja, das ist im Grunde auch der Hintergrund, warum die Riester-Rente so konstruiert ist, wie sie konstruiert ist. Aber erstmal
Für wen ist die Riester-Rente und was macht die Riester-Rente eigentlich oder überhaupt, worum geht es da nochmal? Also es ist für Angestellte ein Zusatzprodukt, das kannst du privat freiwillig abschließen. Du kriegst vom Staat, und das ist der Dreh, für dich selber 154 Euro Zulage zur Zeit, und das ist vor allen Dingen ein Anreiz für Frauen, du bekommst für Kinder Zulagen pro Jahr. Die Zulagen sind immer pro Jahr. Und zwar kriegst du für jedes Kind, wenn es vor 2008 geboren ist, 154 Euro im Jahr in diesen Vertrag zusätzlich. Und wenn es nach 2008 geboren ist, kriegst du 300. Der Staat unterscheidet also in der Wertigkeit von Kindern zwischen denen, die vor 2008 geboren sind und die danach geboren sind. Es gibt also fast das Doppelte für die 2008 geborenen Kinder. So, und es gibt eben diese paar Bedingungen, die du erfüllen musst, um einen Riester-Vertrag zu bekommen. Du musst mindestens 4% deines Netto, Jahresnetto, nee, war das Jahres, nee, Jahresbruttoeinkommens, nicht Netto, Jahresbruttoeinkommens, also vor ganzen Steuern, in den Vertrag einzahlen, mindestens, maximal aber 2.100 Euro. Das heißt, wenn du 2.000 Euro, 2.100 Euro zum Beispiel einzahlst, zahlst du aber nicht die ein, sondern die ganzen Zulagen gehen vorher ab. Also deine eigene Zulage, die 154, und dann die Zulagen für deine Kinder. Und was unten als Differenz stehen bleibt, das ist der Betrag, den du jährlich in diesen Riester-Vertrag einzahlst. Hallo Grusa, grüß dich. Das ist das, was du einzahlst in diesen Vertrag. Brutto, ja, brutto. Und mindestens musst du aber 60 Euro im Jahr einzahlen, und dann kannst du tatsächlich einen Riester-Vertrag besparen und kriegst die staatlichen Zulagen. Der Riester-Vertrag wird sehr gern auch an Frauen und Männer verkauft ohne Kinder. Das heißt, da ist die Zulage dann nur 154 Euro und es gibt keine weiteren Zulagen. Warum das so idiotisch ist, erzähle ich euch gleich. Es gibt ganz verschiedene Riester-Verträge. Es gibt einen klassischen Riester, es gibt einen fondsgebundenen Riester, einen Riester-Fondssparplan, es gibt einen Banksparplan und es gibt auch den Wohnriester. Es sind fünf Riester-Verträge. Der klassische Riester ist eine klassische private Rentenversicherung. Wir haben also fünf verschiedene Riester. Der Bank-Riester-Sparplan, das war noch der, der am rentierlichsten war. Den gibt es kaum noch, kaum eine Bank bietet den an, weil der war nämlich für tatsächlich die Sparerinnen gut, aber nicht für die Bank und nicht für die Versicherer. Okay, also diese fünf Riester gibt es, den Banksparplan nehmen wir raus, weil den gibt es kaum noch. Und ich muss euch ehrlich sagen, diese verschiedenen Riester, Fondssparpläne und fondsgebundene Riester und Riester im Fondssparplan und so, sind alle sehr kompliziert. Also ich kenne eigentlich keine Frau, die einen Riester-Vertrag abgeschlossen hat, oder auch Mann, der erklären kann, was in diesem Produkt eigentlich drinsteckt. Eine sehr interessante Sache, finde ich. Wenn ihr ein Auto kauft oder irgendwie eine Waschmaschine oder irgendwas anderes, dann versteht ihr in der Regel, was ihr da kauft. Aber bei den Riester-Produkten ist es nicht so. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat zum Geburtstag der Riester-Rente 2011 eine verheerende Analyse gemacht. Und zwar haben sie gesagt, die Riester-Rente sollte abgeschafft werden. 2011 haben sie schon das gesagt. Heute haben wir 2020, 9 Jahre später, und die Riester-Rente wird nach wie vor massiv in den Markt gedrückt. Sie wird massiv verkauft. Und obwohl das DIW, eines unserer größten und renommiertesten Wirtschaftsforschungsinstitute, gesagt hat, die Riester-Rente ist im Grunde Schrott, weil sie ist zu teuer. Sie ist zu intransparent, die Rendite ist total mau und sie ist unverständlich. Warum ist die Riester-Rente so teuer? Ja, da könnten wir nochmal zurückkommen auf die Geburtsstunde. Wer hat die Riester-Rente mit aus der Taufe gehoben? Ein Versicherungsdienstleistungsunternehmen von Herrn Maschmeyer, das AWD, das vor allen Dingen an einem verdient, nämlich an dem Vertrieb von Versicherungen.
Der Versicherer kriegt Geld, weil er dieses Produkt managt und makelt und Geld einsammelt. Aber derjenige, der dieses Produkt quasi an uns Deppen, sage ich jetzt einfach mal, an uns verkauft, die was tun wollen für die Zukunft, für die Rente, die also was Gutes vorhaben, der Finanzdienstleister verkauft es an uns und er bekommt dafür natürlich einen gewissen Lohn, eine Provision. Aber von wem bekommt er die? Von uns natürlich. Er bekommt die Provision von uns über unsere Beiträge. 2001 mussten die Versicherer bzw. die Finanzvertriebler oder Banken nicht sagen, wie hoch diese Vertriebsprovision ist. Sie müssen sie erst seit 2019, seit 2018 aktiv sagen. Vorher mussten sie das nicht. Das war alles versteckt in den Zahlen am Ende. Deshalb sind die Vertriebs- und Abschlusskosten für jeden Riester-Vertrag extrem hoch. Das ist meine Schlussfolgerung. Hätte es einen Herrn Maschmeyer nicht gegeben, wäre der Riester-Vertrag oder das Riester-Konstrukt vielleicht anders ausgefallen. So stecken in den meisten Riester-Verträgen extrem hohe Provisionen drin, von mehreren tausend Euro, die in den ersten 5 Jahren verteilt werden. Und diese hohen Abschlusskosten, die ruinieren die Rendite dieses im Grunde jedes Riester-Vertrages. Außer bei diesen Banksparplänen, da waren kaum Provisions- und Abschlusskosten drin, aber die sind fast vom Markt verschwunden. Und die hatten auch eine gute Verzinsung noch dazu. Okay, ich zitiere euch mal vom DIW. Hallo Susanne, hallo Anna. Das DIW hat zu den Riester-Verträgen geschrieben in dieser Analyse von 2011, aus gesellschaftlicher Sicht ergibt sich eine lohnende Rendite nur dann, wenn der Sparer sehr alt wird. Für viele Riester-Sparer ist aber die Rendite nicht höher, als wenn sie ihr Gespartes in den Sparstrumpf gesteckt hätten. Also wenn sie es einfach unter das Kissen gesteckt hätten. Das heißt, die Inflation knappert dran. Sie sparen also quasi rückwärts. Sie kriegen weniger an Rente. Sie kriegen zwar vielleicht den gleichen Betrag zurück, aber der ist natürlich weniger wert, weil es ja in der Zwischenzeit Inflation gegeben hat. Ne? Weiter geht's. Das ist sozial- und verbraucherpolitisch nicht zu vertreten, denn es handelt sich bei der Altersvorsorge um ein existenzielles Gut und bei Riester um ein Produkt, für das Steuergelder aufgebracht werden. Ne? Weil die Zulagen kommen ja aus Steuergeldern. Und von den Steuergeldern fließt ein ganz großer Betrag in die Abschluss- und Vertriebskosten, also an die Finanzdienstleister, die das Ganze verkaufen, an Banken auch noch und Vermögensverwalter, ne, die das auch verkaufen. Es gibt noch eine Rechnung. Es war gerade, dass sich das nicht lohnt, weil die Versicherer teilen ja euch dann irgendwann so eine Riester-Rente zu. Und ihr müsst über 90 Jahre alt werden als Frau, um überhaupt eine positive Rendite aus diesen Verträgen, so die bisherigen Rechnungen, herauszubekommen. Über 90 müsst ihr werden. Und wenn ihr eine 5%ige Rendite haben wollt, hat es die IW ausgerechnet, müsst ihr 128 Jahre alt werden. An den Aktienmärkten gibt es im Schnitt eine Rendite um die 6%. Aber da müsst ihr nicht 128 Jahre alt werden, sondern müsst ihr mindestens 15 bis 20 Jahre euer Investment liegen lassen. Dann könnt ihr solche Renditen einfahren. Da seht ihr mal, dass diese Verträge da ist ein Fehler im Konstrukt. Und dieses Konstrukt, der Konstruktionsfehler ist vor allen Dingen die Intransparenz, denn die Versicherer oder das Riester-Produkt muss nicht ausweisen, erstens, wie sich die Kosten wirklich zusammensetzen. Und wenn ihr die Verträge unterschrieben habt und ihr ständig in diese Riester-Produkte reinspart, ihr bekommt auch vom Versicherer zwar eine Auflistung am Jahresende, aber ihr werdet niemals von diesen Versicherern erfahren, wie sich diese Zahlen wirklich zusammensetzen, wie sich die Wertentwicklungen, ob positiv oder negativ,
zusammensetzen. Ich habe mal meinen Versicherer angeschrieben, gesagt, ich hätte gern ihre Rechnung dazu bei einer anderen Versicherung. Ich gesagt, ich möchte gern wissen, wie Sie das gerechnet haben. Ich möchte gerne Prozentzahlen haben. Ich möchte gern wissen, wo das Geld tatsächlich liegt. Da wurde nur gelächelt und gesagt, nein, das müssen wir nicht veröffentlichen. Und das ist ein ganz großer Kritikpunkt meinerseits und auch von der Wissenschaft und auch von denen, die sich dafür interessieren und damit arbeiten, dass Versicherer bei Lebensversicherung, privaten Rentenversicherung, aber auch bei der Riester-Rente nicht offenlegen müssen, ihr Zahlenwerk nicht offenlegen müssen. Im Grunde können sie damit Fantasiezahlen rechnen. Sie müssten die Wertentwicklung nicht nachweisen, sie müssen nicht nachweisen, in welchen Anlageklassen das liegt, wie die sich entwickelt haben, was dagegen spricht oder was positiv war, was negativ war. Sie müssen ihre Rechnungen nicht offenlegen, obwohl sie die natürlich im Hintergrund haben. Ganz klar. Sie müssen auch uns nicht vorrechnen, wie sie zu diesen Wertentwicklungen auf unseren Verträgen kommen. Müssen sie nicht machen. Sie verwalten unser Geld, sie machen mit unserem Geld im Grunde, was sie wollen und wir geben. Es ist nicht mehr unser Eigentum. Wir haben keine Verfügungsgewalt mehr drüber und wir werden auch so behandelt, als wären wir ein bisschen blöd. So, das erstmal zu mir, von mir zu Riester. Was positiv ist noch am Riester? Er ist kündbar. Wenn ihr also die Faxen dicke habt, könnt ihr tatsächlich den Riester-Vertrag wieder kündigen. Herausforderung dabei ist, ihr müsst alles zurückzahlen, was ihr an Zulagen bekommen habt, plus die Steuerstundung. Denn alle Beiträge, die ihr da reinzahlt, könnt ihr in der Steuererklärung ansetzen. Die werden abgezogen, die mindern die Steuern bis insgesamt 20.000 Mark. Das sind so Sonderausgaben, sonderabzugsfähige Ausgaben. Genauso mit den Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung, die werden ja auch gegengerechnet, ne? Und so ist es auch mit den Riester-Beiträgen. Diese kleinen Steuerstundungen, die müsst ihr dann alle zurückzahlen. Kann sich aber dennoch lohnen, müsste man sich durchrechnen, wenn ihr raus wollt aus den Riester-Verträgen. Also, Riester ist vielleicht ein guter Gedanke, aber extrem schlecht umgesetzt, weil es viel zu teuer ist, viel zu intransparent und die Rendite ist echt so volle Kante schlecht. Die Politik, die Wissenschaft hat, ja bitteschön, Schopfsalat, danke. Die Wissenschaft hat schon lange das angemosert, hat schon lange an die Regierung das adressiert, aber die Bundesregierung, welche Regierung da jetzt auch dran ist, Schwarz hat es nicht geändert, Rot nicht, Grün nicht, keiner hat sich wirklich an dieses Produkt getraut und hat gesagt, Leute, das ist wirklich Mumpitz hier. Hier muss mehr Transparenz rein und hier muss auch vor allen Dingen diese Provisionen und Abschlusskosten, die müssen einfach deutlich niedriger werden und im Grunde müssen sie weg. Okay? Ich gucke mal eure Fragen durch. Ich komme jetzt gar nicht. Doch, ich komme jetzt nochmal hier. Ich gucke mal schnell eure Fragen durch. Hier waren keine Fragen. Weg da. Ups. Wartet mal. Irgendwie mein Handy. Ah, okay. Super Erklärung. Was habe ich hier noch? Was sagst du zu Fairriester? Da sehe ich, welche ETF-Anteile gekauft wurden. Ja, das ist schon nicht schlecht. Ja, bei Fairriester, ehrlich, ich muss ehrlich sagen, Fairriester sieht von außen gut aus. Ich habe es selber aber noch nicht getestet und deswegen möchte ich mich dazu ehrlich gesagt gar nicht so aus dem Fenster hängen. Es gibt dazu die eine oder andere Analyse und die ganz gut, die Fairriester ganz gute Noten gibt. Allerdings hat Fairriester, ist ja auch aufgekauft worden von Raisin. Ich glaube, im vergangenen Jahr ist also jetzt nicht mehr unabhängig, sondern gehört einer größeren Gesellschaft, die auch Weltsparen zum Beispiel aufgekauft haben. Und Fairriester hat noch nicht bewiesen, dass es quasi die Verträge bis zum Ende tatsächlich dann auch leisten kann. Aber wenn Riester, dann eventuell eher Fairriester. Was neuerdings auch auf den Markt gekommen ist, dass es Riester-Verträge gibt, habe ich gesehen, wo es auch um ETF-Investments geht, was gut klingt, aber es dann heißt, dass gegen Ende der Laufzeit
Die Beträge, die dann gerade in diesen in die FE-ETF-Anteilen stecken, quasi verkauft werden und dann in eine Versicherung umgewandelt werden, ne? Eine Riester-Versicherung, damit du dann das ausgezahlt bekommst. Krux daran ist, wenn just zu dieser Zeit die Märkte eine Tiefphase haben und deine ETF-Anteile, was weiß ich, vielleicht nur noch 2/3 wert sind von dem, was du mal einbezahlt hast, dann werden die gecashed, dann werden alle Verluste realisiert und der Rest wird verrentet. Da gibt es dort nämlich keine Garantie mehr auf die Beiträge, wie das in zum Beispiel, ich glaube, in der fondsgebundenen Riester-Rente, da wird garantiert, dass du wenigstens deine Beiträge wieder bekommst. Aber bei diesen ETF-Konstruktionen wird dann nichts mehr garantiert. Und das heißt, du machst da, kannst da, wenn du Pech hast, tatsächlich einen Großteil deines Vermögens verlieren, wenn die Börsen schlecht stehen. Und dann sage ich mir eigentlich, warum soll ich dann in so ein Produkt investieren? Dann lege ich lieber selber ein ETF an. Dann nützen dir dann diese ganzen Zulagen pro Jahr auch nichts, wenn du dann 2/3 deines Vermögens verlierst. Also du hast vielleicht 7 Kinder oder 5 Kinder. Okay. Aber ich würde mir das ganz genau ansehen. Das hat jetzt nichts mit Fairies dazu zu tun. Ich weiß jetzt nicht, wie die das konstruiert haben. Da müsste man sich die Verträge nochmal genau angucken. Also da wirklich genau dann wirklich genau reingucken in die Verträge. Was schließt ihr da ab? Das ist ganz wichtig. Wie ist das Konstrukt, was dahinter liegt? Na? Und lieber dreimal drüber schlafen und nochmal mit jemandem sprechen, wie das Konstrukt tatsächlich ist. Ne? Okay. Und was? Irgendwann? Ah, mein Telefon. Was sagst du zu dem hier? Was mache ich, wenn ich so einen Vertrag habe? Ja, du kannst ihn kündigen tatsächlich. Aber bevor man ihn kündigt, immer alles nochmal durchrechnen, was du dann an Zulagen, an Steuern wieder zurückzahlen müsstest. Das kannst du aber deinen Versicherer fragen, kannst du schreiben. Ich möchte gerne mal wissen, wenn ich meinen Vertrag auflöse, was ich an Kosten zu zahlen habe. Ganz einfach hinschreiben, müssen sie dir sagen. So. Okay, danke. Was gibt's hier noch? Habe ich nach 2 Jahren Einzahlung gemacht, bin nach deiner Erklärung froh, das gemacht zu haben. Ja, ich schätze mal, Books and Eats, du hast gekündigt, ne? Ja. Das war wahrscheinlich auch eine gute Entscheidung. Jeps. Was ist, wenn man den Vertrag einfach ruhen lässt? Ja, geht auch. Das Problem daran, Simplesmente, ist, wenn du den Vertrag ruhen lässt und nicht mehr einzahlst, dann fallen jährlich Verwaltungskosten an. Und die sind erstaunlicherweise sehr hoch. Interessant, ne? Die sind sehr hoch, die Verwaltungskosten. Obwohl du ja nichts mehr in den Vertrag einzahlst und da man ja eigentlich auch nichts machen muss, weil das Geld liegt ja irgendwo und wird im besten Fall ja hoffentlich nicht umgeschichtet. Dein Vermögen, was du dann bisher angespart hast, du kriegst auch keine Zulagen mehr, wird von den Verwaltungskosten immer kleiner. Das heißt, die Frage ist dann tatsächlich, wenn du noch nicht so lange eingezahlt hast, ob es dann nicht sinnvoller wäre, das ganze Ding aufzulösen und lieber ein Ende mit Schrecken als so einen siechenden Wertverlust zu haben. Ne? Das wäre die Überlegung, würde ich sagen. Okay, gut. Das waren die Fragen. So, weil Riester doch sehr viele betrifft, rede ich morgen nochmal drüber. Morgen aber an ganz konkreten Fällen. Ich habe nämlich mehrere Riester-Verträge auf den Tisch bekommen, die wirklich hanebüchen sind. Und da werde ich euch auch mal ein bisschen noch was erzählen über die Begrifflichkeiten. Es gibt auch ganz viele, die können diese Bestandsmeldungen, ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber wenn wir diese Bestandsmeldungen kriegen von Versicherungsunternehmen, die sind ja häufig. Also da sitzt man ja wie der Ochs vorm Berg und denkt, was sagen die mir da eigentlich? Ich verstehe das nicht. Was heißt dieses Wort eigentlich? Was bedeutet es wirklich? Was steckt dahinter? Also ich habe teilweise auch von Versicherern Bestandsmeldungen gelesen, die verstehe auch ich nicht. Also das ist wirklich erstaunlich. Da wird mit Begrifflichkeiten hantiert und Rechnungen, vermeintlich, also Pseudo-Rechnungen und Pseudo-Hochrechnungen hingeschrieben, die verstehe selbst ich nicht. Als studierte Ökonomin, als langjährige Journalist, Wirtschaftsjournalistin, als Finanzanlagenfachfrau, als wirklich jemand, der sich gerne in Verträge eingräbt, rechtlich durchaus bewandert ist, auch ich verstehe das nicht.
Also, ihr seid deswegen nicht blöd, nur weil ihr es auch nicht versteht. Ich verstehe vieles auch nicht. Und das liegt, denke ich, daran, dass wir es nicht verstehen sollen. Das ist der Punkt. Nicht, dass wir irgendwie zu blöd sind oder so. Also, morgen lese ich euch so ein, zwei, drei Verträge vor, zeige euch ein paar Zahlen, damit ihr das mal gegenchecken könnt mit euren Zahlen. Und vor allen Dingen eines, damit ihr mal hinguckt auf eure Verträge. Dass ihr hinguckt. Das ist nämlich überhaupt auch wahnsinnig interessant, dass viele einen Riester-Vertrag haben, Rürup-Vertrag haben, andere Rentenversicherungsverträge haben. Da kommt dann einmal im Jahr die Bestandsmeldung. Und was macht ihr damit? Ihr heftet es ab, ohne wirklich drauf zu gucken und zu gucken, wie sich die Zahlen entwickeln und was da für Kosten aufgelaufen sind. Stimmt's oder stimmt's nicht? Habe ich euch ertappt oder nicht? Ich gebe es zu, ich habe das auch schon so gemacht. Aber irgendwann habe ich aufgehört damit. Und als ich mich dann angefangen habe, mal wirklich damit zu beschäftigen, oh lala, da ist mir ehrlich gesagt ganz schlecht geworden. Und ich habe mich dann eben, habe dann auch gehandelt, wie ja auch schon der eine oder andere von euch auch gehandelt hat, ne? Also, das ist auch ein Aufruf an euch. Die Sachen, die ihr bekommt von Versicherungsunternehmen oder von anderen Unternehmen, ne, mit denen ihr zusammenarbeitet in Sachen Rentenvorsorge und Vermögensaufbau, guckt euch die Sachen an. Auch wenn der Zahlenwust vielleicht groß ist, guckt euch das an. Okay? Bausparvertrag, Riester wäre toll. Ach, weiß ich nicht. Bausparverträge sind auch ganz komische Produkte. Mal ehrlich, Carfunny 1. Kannst du wirklich erklären, was ein Bausparvertrag ist? Ich verstehe es bis heute nicht, ehrlich nicht. Also, was da an, da werden schon allein, wenn du einen Bausparvertrag abschließt, 1500 Euro Gebühren fällig. Einfach mal so. Mir erschließt sich der Sinn des Bausparvertrages in der heutigen Zeit überhaupt gar nicht mehr. Aber vielleicht euch. Sagst du auch noch was zu Rürup? Ja, Rürup habe ich auch noch auf dem Zettel. Ich kann mal hier gucken auf meinen Redaktionsplan. Moni, warte mal. Wann habe ich Rürup? Ah, nächste Woche. Nächste Woche am 22. Januar geht es um Rürup. Schalte ein. Da habe ich auch so meine Meinung dazu. Und es ist auch wichtig, über Rürup Bescheid zu wissen. Das ist wirklich, wirklich fast noch wichtiger als über Riester. Okay, dann. Mein Tee ist noch nicht kalt, aber er ist lauwarm. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Wie gesagt, morgen ganz konkret, Riester, stelle ich euch ein paar Vorträge vor und erkläre euch das eine oder andere, aber rede vor allen Dingen mit euch mal über Zahlen. Okay? Ja, Moni, genau, merkst ihr. Und dann sehen wir uns. Ich bedanke mich, schenkt mir noch ein Herz, ich schenke euch noch ein Lächeln und eine Tasse Tee. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Habt noch einen schönen Abend und morgen einen schönen Tag. Ciao, ciao.